8 Monate wurde ich bedroht. Mir wurden die Reifen aufgestochen, mein Auto wurde zerkratzt. Dann ist es komplett eskaliert. Ist in den Libanon geflogen, hat meine Oma gefragt, ob er mich umbringen darf. Dann kam auch schon der erste Schuss. Irgendwann gucke ich so meine Hand an. Ich hatte einen Boxhandschuh an. Hier ein Loch, da ein Loch, überall Blut. Hat 4-mal auf mich geschossen, 4-mal getroffen. Waren nur noch maskierte Menschen über mir, auf mir, Notärzte. Nicht mal zu meiner Mutter hatte ich so ein Verhältnis wie zu ihm. 2013, also 21 Monate nach dem Attentat, habe ich den Leuten gezeigt, so okay, du kannst nicht viel, sondern alles erreichen. So Leute, herzlich willkommen zu Beast Kitchen, Deutschlands motivierendste Küche. Und heute mit dabei neunfache Boxweltmeisterin Rola El Halabi. Hi. Hi. Schön, dass du heute uns besuchen tust oder uns besuchst. Und ich fühle mich gerade sehr geehrt und ein bisschen die Nervosität steigt gerade bei mir. Aber schön, dass du erstmal da bist. Und schön, dass ihr alle gerade zuschaut. Wir werden heute arabische Köfte machen, im arabischen Style, mit Petersilie und Zwiebeln. So wie Mama gemacht hat. Genau, so wie Mama das macht. Und dann machen wir nochmal so diese Smash-Kartoffeln. Die Kartoffeln habe ich jetzt schon ein bisschen vorgekocht. Dann werde ich die gleich nochmal marinieren mit Olivenöl. Den Sud habe ich schon fertig. Da ist Olivenöl, Knoblauch, Rosmarin, Thymian und Dill mit drin. Und dann mache ich gleich noch einen kleinen Petersiliesalat mit Petersilie, Tomate und rote Zwiebel. Würze das Ganze mit Summa und Nana. Ja, und die Köfte besteht nochmal dann natürlich aus Hackfleisch von Josef Bio. Und würze man natürlich auch nochmal mit Zwiebel und Petersilie. Hört sich gut an. Ich würde anfangen. Wir machen den ersten Step. Am besten erst die Marinade fürs Fleisch. Mhm. Ja, das ist, habe ich da schon den Pürierstab fertig. Wir müssen noch ein bisschen Petersilie pürieren. Ja. Zwiebel, wolltest du das machen? Okay. Oder soll ich erstmal machen zum Reinkommen? Weil ich flenne immer bei Zwiebeln. Ja? Okay, alles klar, kriegen wir hin. Im Jahr 2011 hattest du einen schweren Schicksalsschlag. Richtig. Was ist da genau passiert? Ich stand kurz vor einem WM-Kampf damals. Ich war schon Weltmeisterin und war in voller Montur in meiner Kabine. Mhm. Und wurde dann 10 Minuten vor meinem Kampf 4-mal angeschossen. Wow, sehr hart. Und wie das alles so zustande kam, ich würde vorschlagen, wir kochen ein bisschen, unterhalten uns dabei, ja, gerne. Und hoffen, dass wir der Community was mitgeben. Sehr, sehr gerne, kriegen wir hin. Wunderbar. Ich würde vorschlagen, ich püriere als erstes die Thymian und die Petersilie. Sag mir, was ich machen soll. Genau, du kannst ruhig schon mal die Petersilie nehmen, auch schon mal grob hacken. Okay, komplett oder nur ein Teil? Nee, nur ein Teil. Hol mal auf. Wann bist du zum Boxen gekommen? In welchem Alter war das? Wie kam es dazu? Ich habe relativ früh angefangen. Ich war 9 Jahre alt. Und zum Boxen bin ich eigentlich durch etwas nicht Schönes gekommen. Ich wurde in der Schule gemobbt. Ja. Ich war ein Mobbingopfer. Also hat schon sehr, sehr früh angefangen in der Grundschule, 1., 2. Klasse. Und irgendwann haben es die Eltern natürlich bemerkt, so nonstop fehlen mir Sachen, die kaufen mir neues Zeug und ich sage, ich habe es verloren, ich habe es kaputt gemacht. Diese Eltern spüren sowas ja. Und dann hat meine Mama mal eine Situation dann am Schulhof wirklich erlebt, wie ich durch die Gegend geschubst wurde, mein Schulranzen weggerissen und in die Hecke geschmissen. Ja, hat dann mit meinem Vater dann darüber geredet und die meinten dann so, okay, probieren wir es mal mit Sport. Meine Schwester zum Beispiel, die ist jünger als ich, die ist das absolute Gegenteil. Die ist so voll das Energiebündel und die hat zu viel Energie einfach. Und die hat man mit 6 Jahren dann ins Turnen gebracht. Und die ist dann so runtergekommen, ausgeglichen. Yeah. Und da hat man gesagt, okay, wenn es bei der einen in die Richtung geht, kann es vielleicht bei der anderen in die andere Richtung auch gehen. Aber ja, was man erstmal probiert hat, war gar nichts. So Turnen, Tanzen, Schwimmen, was halt zu einem kleinen Mädchen passt, was gemobbt wird. Und mein Papa, also der eigentlich mein Stiefpapa ist, also er ist nicht mein leiblicher Vater, der kam dann auf die Idee, komm, ich nehme sie mal ins Boxtraining mit. Er war früher Hobbyboxer. Er war Hobbyboxer? Genau. Und ja, er war aber auch der Einzige, der begeistert war. Alle anderen so, nein, spinnst du, die heult nur rum da und das passt nicht. Ja, und da hat alles angefangen, da war ich 9. Sehr schön, sehr schön. Was Sport manchmal für Wunder bewirken kann, ne? Wahnsinn, also vor allem bei man auch Kindern. Gerade den Kindern und den Eltern auch nahelegen, wenn ihr merkt, so, das Kind entwickelt sich nicht richtig oder geht vielleicht in die falsche Richtung, ist das Sport das richtige Heilmittel? Auf jeden Fall, also egal wie, ob das Kind zu viel Energie hat, zu selbstbewusst, zu vielleicht auch schon zu aggressiv, kann Sport viel bewirken. Aber auch bei so Kindern, wie ich das gewesen bin, zurückgezogen, introvertiert, kein Selbstvertrauen, kein Selbstbewusstsein. Da kannst du halt noch das rauskitzeln bei einem Kind. Es ist halt natürlich ganz wichtig, das richtige, also den richtigen Trainer auch zu finden und die richtige Sportart. Also da muss man halt auch als Elternteil auch probieren. Man muss probieren, man muss auch ein bisschen Geduld mitbringen und auch die Kleinen auch selbst entscheiden lassen und nicht dahin drängen. Das ist auch auf ein wichtiger jeden Fall, Punkt. Ja.
Ja, ich würde jetzt vorschlagen, ich püriere das Ganze einmal. Das riecht schon. Ich liebe Petersilie. Ja, Wahnsinn. Riecht nach Tabule gerade. Oh, ne? Tabule. So, Rola, dann will ich dich einmal bitten, hier rüber zu kommen. Ne? Mit 9 Jahren hast du angefangen zu boxen. Richtig. In welchem Jahr war das? Das war 1994. 94. Wie war das damals so, Mädels und Boxen? Ging ich gar denke nicht. Mal, du warst die Einzige, oder? Ich war, also mein Trainer damals, der hat uns erstmal sowieso den Vogel gezeigt. So, da waren nur Männer über 18, weißt, die halt sich richtig gegeben haben, trainiert wie die Verrückten. Das war ein sehr, sehr harter Sport. Yeah. Und dann kommt da so ein kleines Mädchen, Thai-Boxhose bis hier, weißt, vom Papa angezogen. Und auch bekannt als Heulsuse, so heult wegen jedem Zeugs rum, gab es nicht. Also nicht nur bei uns in der Schule, sondern allgemein nicht zu der Zeit. Mhm. Es gab auch, es war auch nicht mal irgendwie bei Meisterschaften so, dass Frauen wirklich kämpfen durften. Das hat sich alles über die Jahre hin entwickelt. Also ich bin da auch wirklich mit reingewachsen. Ich bin von Anfang an in diese harte Männerwelt mit reingenommen worden, auch vom Training. Wurde mir natürlich später, also es war ein Vorteil für mich, weil ich immer mit Männern trainiert habe, immer auf ihrem Niveau, immer mit ihrer Härte. Da kann eine Frau erstmal nicht mithalten. Und wenn du das aber so, wenn du so groß geworden bist, dann ist das für dich absolut normal, später dann. Ja. Und ja, das ist dann peu à peu dazugekommen mit den Frauen oder mit den Mädels. Sehr gut. Und also würdest du sagen, dass das heutzutage mehr ist? Dass Mädels im Boxsport sind? Ja, heute ist es absolut geil. Also wenn ich mir, also ich hätte mir gewünscht, so viele Mädels gehabt zu haben damals, wie es heute gibt. In jedem Verein, in manchen Vereinen sind teilweise wirklich mehr Frauen und Mädels als Männer. Also wirklich, wir reden von Fitnessboxen, wir reden aber auch vom Wettkampfsport. Deutsche Meisterschaften gibt es mittlerweile, muss man komplette eine Woche lang machen, nur für Frauen, weil es so viele gibt. Und das ist richtig geil. Frauenboxen ist jetzt olympisch geworden seit einigen Jahren. Das gab es ja auch nicht zu meiner Zeit. Und zu meiner Zeit hört sich so an, als ob ich so alt bin. Aber es hat sich wirklich in den letzten Jahren enorm entwickelt. Also in sehr, sehr kurzer Zeit, sehr schnell. Ich merke, wie deine Freude noch da ist. Ja. Wir haben uns gerade unterhalten. Der Hunger ist zwar ein bisschen weggegangen. Aber könntest du dir auch vorstellen, auch heute mal wieder zu trainieren, die Mädels? Ja, habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe wirklich die letzten Jahre auch war ich als Trainerin tätig, aber es ist nichts, was ich ja den Rest meines Lebens machen will. Ich bin da zu sehr Wettkämpfer. So, weißt du, so als Trainer ist es eine ganz andere Funktion wie als Wettkämpfer. Manchmal bin ich dann da, wo ich mir sagen würde, am liebsten so zu meinem Schützling, komm, geh raus, ich mach selber. Weißt du? Okay, so. Okay. Das heißt nicht, dass jeder Sportler oder jeder Athlet auch Trainer sein kann. Ich kann das sehr, sehr gut. Also ich habe nur gutes Feedback bekommen, aber es hat mich nicht so erfüllt wie Athlet sein. Okay, okay, verstehe. Und deshalb, so Sport war mal für mich. Also okay. So ganz oder gar nicht. Ja, ich habe jetzt hier erstmal die pürierte Petersilie mit Zwiebel hier zum Fleisch hinzugegeben. Okay. Magst du scharf überhaupt? Nee. Okay, ich habe jetzt wirklich nur eine Prise. Das ist okay, das ist bekannt noch. Okay, dann lassen wir das weg. Dann kommt hier ein bisschen Salz rein. Dann haben wir noch ein bisschen Pfeffer. Dann darfst du dir die Handschuhe anziehen. Sind keine Boxhandschuhe. Oh, wie jetzt? Ich habe jetzt Boxhandschuhe erwartet. Hast dich schon gefreut, hier den Charo ein auf die Mappe zu hauen, ne? 10 Unzen Handschuhe. Batsch. Wie ist es mit dir? 2 Kids hast du? Ja. Wie alt? 2,5 und 5,5. 2,5 und 5,5. So richtig jung, wa? Ja. Die halten dich gut auf Trab, nehme ich mal. Das ist mein Sport heute. Genau. Und wie ist das da? Legst du denn da schon das Sport nahe? Absolut. Also klar, ich habe ja selber erlebt, wie wichtig Sport in der Entwicklung eines Jugendlichen ist und was Sport auch bewirken kann. Ich habe auch sehr, sehr, sehr energiegeladene Kinder. Also ich bin schon sicher, dass sie mal Sport machen möchten, wenn sie dann ein gewisses Alter haben. Also bei der Großen mit 5,5, ja, sie interessiert sich jetzt schon langsam für ein paar Sachen. Aber ich habe noch keine Vorstellung. So. Viele fragen wo mich die immer Richtung, natürlich. Wo die Richtung hingeht. Ja, 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 ja. Ich wünsche es mir ehrlich gesagt nicht. Also ich würde mir niemals, ich weiß nicht, ich frage mich heute, wie konnte meine Mama mir zuschauen? Ja. So, die war immer dabei bei jedem Kampf. Ja, sie hat immer geheult hart. Und ja, so, ja. Aber sie war da. Ich wüsste gar nicht, ob ich das kann. Von daher wünsche ich mir natürlich, dass sie sich jetzt nicht gerade meinen Sport aussuchen, aber was wir uns ja so wünschen im Leben, genau. Weißt genau. Du ja. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Genau, wenn sie es dann machen, dann klar, bin ich natürlich die Nummer 1 Unterstützerin, aber wäre jetzt nicht so meine optimale Variante. Mit 9 Jahren? Bist du mit Stiefpapa zum Boxentraining gegangen, hast dich durchgesetzt
Genau. Ja, aber im Laufe der Jahre, wann war dein erster Kampf? Amateur? Meinen ersten Kampf habe ich mit 13 gemacht. Ja. Also ich hatte auch nie, oder wir hatten alle nie die Absicht, das wirklich wettkampfmäßig zu machen. Es ging nur darum. Wie kam es auch dazu, so wettkampfmäßig zu machen? Hauptsache, die kriegt ein bisschen Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das war das Ziel. Das habe ich sehr, sehr schnell bekommen. Also und es hat mir Spaß gemacht, es war einfach meins, ich war so angekommen irgendwie. Mhm. Und klar, irgendwann hat der Trainer auch so das Talent, was ich ja dann mitgebracht hatte, entdeckt und hat es dann auch gefördert. Also, aber nie mit dem Gedanken Wettkampf, weil so mein Typ hat nicht dazu gepasst. Ja, ja. Und ja, ich habe mich aber sehr verändert, bin in der Schule nach 2 Jahren Klassensprecherin geworden, so. Konnte mich wehren, halt verbal, ich musste mich nie irgendwie körperlich wehren, aber ich hatte einfach diese innere Stärke. Das hat gefruchtet alles. Absolut. Und irgendwann kam ich dann halt auch an den Punkt, da war ich dann 13, wo ich dann gemerkt habe, so, ich kann mich nicht messen. Alle sagen, du bist so unfassbar stark und du bist gut, und aber alles halt Männer. Ja. So, das war kein Maßstab für mich. Ja. Und dann hatte ich so ein bisschen die Energie verloren und mein Trainer meinte so, hey komm, wir suchen mal Wettkämpfe für dich, dass du wirklich mal schaust, wie gut du bist. Ja, wo stehst du? Ja, und den hatte ich dann mit 13 Jahren, ich werde diesen Kampf niemals vergessen. Was war da so besonders? Ich war, wie gesagt, 13, bin dahin zu dem Turnier und wir haben endlich eine Frau gefunden. Und da haben wir gesagt, oder da haben die Funktionäre gesagt, wir können aber keinen offiziellen Kampf machen, da ich 13 bin und sie 23. Oh. Aber sie war sehr klein, ich war schon 1,68 mit 13, ich war schon ausgewachsen. Ich war 5 Kilo schwerer als sie. Sie war viel, viel kleiner, aber älter. Deshalb haben sie gesagt, wir machen nur einen Showkampf. Mhm. Aber halt unter Wettkampfbedingungen. Ja. Und ich bin rein und hab um mein Leben gekämpft und sie auch. Und wir haben so richtig uns die Rübe eingeschlagen im Endeffekt. Nice. Und ich bin voller Stolz raus und alle, boah, krass. Aber die Funktionäre, die waren total schockiert. Und ich dachte mir, so was mit denen. Dann kommt einer zu mir und sagt, weißt du, wer das ist? Und ich so, keine Ahnung, die heißt Dagmar oder was weiß ich was. Ja. Und er so, das ist die Europameisterin. Und ich war 13 Jahre alt. Ja. Gott sei Dank haben die mir das nicht vor dem Kampf gesagt, weil dann hätte ich mich bestimmt nicht getraut. Ja, ja. Und so, das war meine erste Wettkampfbedingung. Und das war so voll die Bestätigung für mich. So, hey, das, was alle immer sagen, das stimmt wirklich. Du kannst es, du bist gut. Und ja, von da an ging es eigentlich. Erinnert mich ein bisschen an Mike Tyson, ne? Der hat auch mit 13 geboxt gegen 19, 20-Jährige. Immer. Das war so, ne? Ja, und der war ja auch voll das, ne? Der hat bis er 18 war, geweint vor seinen Kämpfen. Ja. Und, und also, ja. Legende. Wahnsinn. The Beast from the East. Genau. So, das sieht super aus. So, ich würde vorschlagen, dann machen wir jetzt die Kartoffeln, weil die brauchen nochmal so 15, 20 Minuten im Ofen. Jo. Und dann kommen wir zum Salat. In der Zeit können wir hier Zwiebeln und Petersilie schön ins Fleisch einziehen, ja? Okidoki. Smash oder Stamp-Kartoffeln. Mittlerweile sehe ich das so oft in den Social-Media-Netzwerken. Ja, ich weiß, auch. Du hast das auch schon gesehen. Und ich habe es wirklich tatsächlich auch letzte Woche privat zu Hause probiert. Okay. Und die waren wirklich wahnsinnig geil. Und einfach zuzubereiten. Ich habe jetzt hier die Sorte Drillinge genommen. Mhm. Ja, die sind schon vorgekocht. Wir mattstampfen die jetzt einmal. Und dann habe ich ja hier, wie gesagt, die Olivenkräutermischung, Olivenöl-Kräutermischung. Und damit bestreichen wir die gleich und dann gehen die für 20 Minuten. Die sehen auch echt lecker aus. Ich liebe die, wirklich. Also ich habe die gemacht. Ich bin gespannt. Wahnsinn. Guck mal, ich habe da noch einen Pinsel hinter dir. Ja. Ich würde vorschlagen, ich matsch die, du. Ich pinsel die. Du pinselst die. So, mit 13 hattest du deinen ersten Showkampf. Dann, oder war das noch eine Europameisterin? Genau. Die Funktionäre alle haben gesagt, boah, was ist da los, Rola? Ne? Wie ging es weiter? Klar, dann ist es natürlich so, wenn du die Förderung auch vom Verband hast, dass die auch Gegnerin für dich suchen, ist es viel, viel einfacher, wie wenn das irgendein kleiner Verein aus Ulm macht. Mhm. Und ja, dann war wirklich so mein Fokus Wettkampf, Wettkampf, Wettkampf. Ich wollte, ich habe es dann geliebt, dieses Gefühl. Und habe auch richtig hart trainiert. Und wir waren dann einfach wirklich gefühlt jedes Wochenende in ganz Deutschland unterwegs, haben versucht, Wettkämpfe zu finden oder Gegnerinnen zu finden. War nicht einfach, aber einfacher als vorher. Mhm. Und ja, so habe ich eigentlich meine komplette Jugend verbracht. Und mit 14 bin ich dann bei einem Turnier gewesen, konnte nur zuschauen. Und da kommt ein Trainingskollege zu mir und meint so, hey, kennst du die da oben im Ring? Da war so eine kleine Blondine, die war Ringrichterin an dem Abend. Mhm. Und ich sag zu ihm, nee, keine Ahnung, wer ist das? Und er so, die ist Weltmeisterin. Und ich gucke ihn so voll entsetzt an und sag so, nee, oder? Hier, ich werde auch mal Weltmeisterin. So ganz großkotzig. Ja. Und das war Regina Halmich damals in Karlsruhe. Ah, krass. Das war ein Kickbox-Turnier und sie kommt ja aus dem Kickboxen. Ja, und sie richtig. War da Ringrichterin. Ja, ja.
Und sie war zu der Zeit schon Weltmeisterin, aber man kannte sie halt nicht, weil es da nicht so von den Medien gepusht wurde, wie halt jetzt oder die letzten 10 Jahre. Ja, und da habe ich mir so dann so das übergeordnete Ziel dann gesetzt in meinem Leben und habe dann gesagt, okay, ich will Weltmeisterin. Und so habe ich dann auch trainiert die nächsten Jahre. Nice, nice. Und während deine Karriere so seinen Lauf genommen hat, hat dein Vater dich die ganze Zeit begleitet? Genau, also mein Papa war mein größter Unterstützer, also er hat mich zu dem Sport gebracht, er hat diesen Sport geliebt. Wir stammen aus dem Libanon, also meine Mama und mein Leiblicher, aber auch mein Stiefpapa. Und er hat schon als Kind Sport geliebt und immer Karatefilme geschaut. Aber er wurde im Krieg damals angeschossen, bevor er nach Deutschland gekommen ist. Und klar, da hatte er im Krieg auch nicht so die Förderung. Und deshalb war Sport immer so sein Wunsch gewesen. Und dann hat er natürlich 2 Töchter gehabt. Meine Schwester, die dann geturnt hat, war ja auch professionell dann Turnerin. Oh. Leistungsturnerin, 7 Stunden am Tag trainiert und so. Ja. Und dann die 2. die auch noch so seinen Sport macht. Das war für ihn halt perfekt. Und hat mich da absolut gefördert, überall hingefahren. Er hat mich betreut. Er hat, ja, alles. Also ich war so sein Werk, sage ich mal. Und ja, war immer an meiner Seite. Also absolut, meine Familie, meine Mama auch, aber er dann schon mehr. Also er ist auch wirklich überall hin mitgefahren. Von dir aus war es auch die Bezugsperson in deinem Leben? Absolut, absolut. Ja. Klar, er war ja, immer da. Wenn es privat war, war er mein Papa. Wenn es gerade sportlich war, war er mein Betreuer, mein Trainer, was auch immer ich in dem Moment gebraucht habe. Und ja, absolute Bezugsperson. Wann war so dann dein erster Profikampf? Wann fing so deine richtige Boxkarriere an? Die Boxkarriere von mir ging eigentlich vor der Profikarriere los, also bevor ich Profi geworden bin. Mhm. Und zwar habe ich dann mein Abitur gemacht und bin dann, als ich 18 wurde, durfte ich zu den ersten deutschen Frauenmeisterschaften. Und ja, habe gleich in meinem ersten Jahr alles abgeräumt, bin jedes Jahr deutsche Meisterin geworden. Also habe auch schon national dann auf mich aufmerksam gemacht. Und meine Eltern haben gesagt, mein Ziel war ja immer Profi. Wenn ich Profi werden will, muss ich erst Abitur machen. Ansonsten darf ich nicht. Und klar, heute bin ich enorm froh. Damals fand ich es total scheiße. So, nee, ja, was will ich mit Abi? Halt so ich, ist, ne? Ich will eh nicht studieren und so. Und habe das dann aber auch durchgezogen. War ein sehr, sehr harter Kampf, weil mein Fokus einfach nicht darauf lag. Und ja, habe Abi gemacht und bin dann aber, mein Plan war, Profi zu werden, habe ich aber nicht gemacht, sondern ich habe dann das Angebot gekriegt, in die deutsche Nationalmannschaft zu gehen. Und klar, wenn du das Angebot kriegst, dann bist du einfach enorm stolz, habe es dann auch gemacht und war 2 Jahre noch mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs. Mit 18 war das? Nein, mit, oh Gott, wann habe ich Abi gemacht? Mit 20 habe ich Abi mit gemacht. Mit 20, also mit 20 warst du genau. Dann auch in der deutschen Nationalmannschaft? Richtig, Abitur in der Hand und dann wirklich wie ein Profi trainiert. Also jeden Tag nur trainiert, aber halt auf Amateur-Events gekämpft. Ja, ja. Und wirklich durch ganz Europa gereist und Turniere gemacht und Lehrgänge, Trainingscamps und Vergleichskämpfe und was man da alles eben lernt. Und dann habe ich mich entschlossen, dann haben sie gesagt, Frauenboxen wird nicht olympisch 2008. Und das war von uns allen das Ziel, 2008 bei der Olympiade mit dabei zu sein. Von euch allen? Wenn von all die ganze deutsche Frauennationalmannschaft. Ah, okay. Und dann haben sie gesagt, es wird nicht olympisch. Und dann habe ich gesagt, ich warte nicht bis 2012. Nachher sagen sie wieder, es wird nicht. Ich werde jetzt Profi. Das war 2007. Das damals 2008, sage ich mal, immer noch so. Immer noch nicht olympisch gewesen. Immer noch so Frauenboxen nicht olympisch gewesen. Ja, das ist krass, Wahnsinn, ne? Gell? Ja, das ist wirklich krass. Und Boxen ist eine der ältesten olympischen Sportarten. Ja. Also es ist nichts Fremdes oder so. Und soll ich das alles drüber machen? Nee, das sieht gut aus. Ja? Das sieht gut aus, Roland. Nein, das sieht wunderbar aus. Okay. Da kommen wir verschwenden das eben. So, komm, wir verschwenden das eben schnell. Haut drauf. Ne? So, wir haben die jetzt schön mariniert. Also, wir haben die erst gestampft mit dem Glas. Dann schön, hast du die schön mariniert mit der Soße. Und jetzt schieben wir die für 20 Minuten in den Ofen rein, damit die nochmal schön knusprig werden. Roland, wolltest du den Salat machen oder soll ich machen? Wie du willst. Ich kann wie auch du machen. Magst. Du sollst dich wohlfühlen, ja? Ja. Okay. Schau mal, dann haben wir hier eine Schüssel. Einfach ganz klassisch, so, die Tomaten sind schon gewaschen. Okay, so Würfel, oder? So wie Tabouleh. Ah, ganz feine. Okay. Ja, so fein würde ich vorschlagen. Dann Petersilie, ein bisschen Zwiebel. Okay, ich fange einfach an, oder? Ja, ja, mach einfach. Man merkt wirklich so, du bist auch sehr multitaskingfähig, ja? Ich bin eine Frau, natürlich. Erstens, ich denke mal, das kommt auch vom Boxen. Die ganzen Koordinationstraining, ja? Wirst du.
Ja, safe. Und da will ich auch schon zu den klassischen zwei Fragen vom Beast Kitchen kommen. Okay. Meine Frage wäre, zu Hause kochen oder lieber draußen essen? Zu Hause kochen, definitiv. Ja, sehr schön. Kochen ist das neue Feiern übrigens. Ne? Ja, klar. Ja, und was wäre jetzt dein Lieblingsgericht? Jetzt bin ich mal gespannt. Gusa. Gusa. Von meiner Mama, die gefüllte Zucchini, libanesische Art. Gusa Nashi, also, mit Joghurt? Nein, ohne Joghurt. Ohne Joghurt. Ohne Joghurt. Okay. Und auch ohne, was machen manche rein? Knoblauch. Nee, Knoblauch. Nee. Knoblauch mag ich auch nicht. Also. Ja, manche machen das so. Nee, ja, einfach die klassische Variante mit Tomatensauce. Schöne gefüllte Zucchini. Hammer. Sehr lecker. Aber ich freue mich auch auf das. Verheiratet bist du ja auch? Ja, richtig. Und wie sieht's aus? Kocht der Mann auch mal zu Hause? Besser als ich. Wow. Also er ist ein leidenschaftlicher Koch, kommt auch aus der Gastro, halt von der Familie damals und ist da reingewachsen. Und ja, wir haben auch selber schon Cafés und Restaurants zusammen gehabt. Und ja, von daher, ja. In Ulm? In Ulm. Wir hatten aber auch in Griechenland eine Strandbar. Also, wow. Ja, er ist der bessere Koch, sag ich immer. Er verneint es dann immer, aber ja, stimmt nicht. Sehr schön. Ihr wart in Griechenland, hast du gelebt, habe ich gerade rausgehört? Ja, 3 Jahre lang haben wir in Griechenland gelebt. Also erst bis vor kurzem, letztes Jahr sind wir zurückgekommen. Mhm. Ja. Komplett mit der ganzen Familie, hattet ihr euch gesagt, so, wir wollen auswandern? Nein, eigentlich nicht. Es war eher so eine, wir sind, Schnapsidee, das ist eine sehr spontane Idee, Schnapsidee nicht, weil es war richtig geil. Ich habe das für mich gebraucht damals, als Rückzugsort. Und wir mussten auch die Familie ein bisschen unter die Arme greifen, weil die dort im Tourismus arbeiten. Und das hat sich alles so gefügt. So, okay. Die haben gefragt, ob wir nicht kommen können. Ich habe gesagt, perfekt, ich wollte eh weg. Hat und sich das so schön ergeben. Genau. Und dann hattet ihr eure Strandbar gehabt. Richtig. Sehr schön. Und was hat euch wieder zurückverschlagen nach Deutschland? Ein neuer Job hier in Deutschland. Also, ein neuer Job, was machst du? Ich bin jetzt Motivationsrednerin, Life-Coach. Speakerin, also ich halte Vorträge, ich arbeite mit Bodo Schäfer zusammen, ich werde von ihm auch gecoacht, also das ist die größte Ehre überhaupt aktuell. Ja, ja. Und ja, ich lerne sehr, sehr viel und ja, versuche Menschen zu motivieren, inspirieren. Also so ein Boxer ist ja eigentlich auch so eigentlich eine sehr gute Person, um die Menschen, Mitmenschen zu motivieren, ja? Ja. Weil wenn einer Motivation mitbringt beim Sport, ich würde behaupten, so Boxsportart oder die Boxsportart ist eins der größten. Ja, bringt alles mit. Vor allem, wer ist denn einer der größten Motivatoren der Geschichte? Rocky. Rocky. Weißt du das mal, ob du Sportler bist oder nicht? So, wenn du Rocky schaust, dann bist du geflasht, dann bist du inspiriert. 1, 2, 3, 4, das ist mega, mega Motivation. Ja. Könnt ihr euch ruhig geben, wenn ihr so ein Loch habt, ja, und ihr schwer da rauskommt, dann kann ich euch wirklich diese definitiv Filme auch nahelegen. Wunderbar. Dann noch ein bisschen Zwiebel? Zwiebel. So in Streifen, oder? Ja, genau, richtig. Okay. Und dann nochmal so die letzte Petersilie. Kommen wir wieder zurück zu deiner Karriere, zu deiner Boxkarriere. Ja. Deutsche Nationalmannschaft. Genau. Olympia, Boxen wurde nicht Olympia für die richtig Damen. Richtig. Wann war der erste Profikampf? Wie alt warst du da und in welchem Jahr? Ich, das war 2007, also als ich mich dann entschlossen habe, Profi zu werden. Hatte ich auch die ganz fein schneiden, ja, oder? Ja, genau. Okay. Gott, wie alt war ich da? Jetzt muss ich rechnen, gell? 22. 22. Dein ersten Profikampf. Genau. Ging's da schon um den Titel, oder? Nein, gar nicht. Also es war auch, Rangliste, ne? Auch der das Mitschneiden. Na, das kann weg. Weg. Ich bin damals, als ich mich entschlossen habe, dann Profi zu werden, bin ich zu den ganzen deutschen Boxstellen, habe mich ganz klassisch beworben, ich will einen Vertrag bei euch, so bla bla bla. Alle haben gedacht, klar, das größte Talent im deutschen Amateurboxen, die kriegt überall, die reißen sich um sie. Und ich habe von allen eine Absage gekriegt. Die ehrlich? Haben alle zu mir gesagt, Rola, du kannst 3 deutsche Sätze, du kannst reden, du siehst aus wie eine Frau, du bist kein Mannsweib, du hast eine solide Ausbildung, also du kannst gut boxen, aber das will keiner sehen, das ist langweilig, du hast keine Geschichte. So, wir brauchen etwas zum Vermarkten, wir brauchen eine Story. Das ist aber scheiße, ne? Ja, voll. Das ist und richtig scheiße. Für mich ist erstmal alles zusammengebrochen, weil mein ganzer Plan, den ich hatte, der war halt darauf aufgebaut. Und ja, dann habe ich wirklich so auch ein bisschen angefangen zu zweifeln, was wird aus mir, wie geht mein Leben weiter. Und dann habe ich mich mit meinem Papa damals entschlossen, hey, was die können, können wir auch. Wir haben einen eigenen Boxstall gegründet, wir haben alles selber gemacht, wir haben Events selber veranstaltet, Sponsoren selber gesucht, selbst finanziert. Ja, und dann halt erstmal so ganz normale Aufbaukämpfe, damit ich in der Rangliste positioniert werde. Mhm. Ja, und dann 2009
Also da bin ich dann, ich bin dann deutsche Meisterin geworden bei den Profis, irgendwann Interconti, irgendwann Europameisterin. Und dann habe ich endlich diese Ranglistenposition gehabt, dass ich um die WM kämpfen darf. Und das war 2009 dann, also 2 Jahre, nachdem ich Profi geworden bin. 2 Jahre, nachdem du Profi. Und in der ganzen Zeit, dein Papa hat dich weiterhin begleitet? In der Zeit war er sogar auch offiziell, also er hat auch seinen Job aufgehört und ist mein Manager geworden. Also, wow. Weil dann ging es ja natürlich auch um Business und ja, das kannst du nicht nebenher machen. Ich habe Vollzeit trainiert und er war Vollzeit eben mein Manager halt. Das ist dann schon ja, schwierig, das nebenher zu machen, auf dem Niveau, wo wir das haben wollten. Soll ich es noch feiner oder passt es so? Wunderbar. Das ist sehr schön, was du gemacht hast. Dann marinieren wir den schon mal ein bisschen. Oder würzen, sagt man. Ne? Genau. Dressing, ich mache das immer gerne mit Zitrone und Olivenöl. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Zum Mar rein. Ja, genau. Fertig. So, dann habe ich hier ein bisschen Nana und Zumar. Ja? Nana ist getrocknete Minze. Zumar ist ein Essigbaumgewürz. Findet ihr in gut sortierten türkischen und arabischen Läden. Wir formen das. Ich weiß nicht, wie formst du das zu Hause? Machst du sowas auch zu Hause? Ja. Ja, wie formst du die zu Hause? Boah, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So platt halt. Frikadelle. Ja, Frikadelle. Aber ich mach's eher so länglich. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, ich mach die so. Wenn ich die in der Köfte in der Pfanne mache, mach ich die gerne so. So? Ja, dann machen wir so. Ja, ja. Und wenn ich die im Ofen schiebe, mach ich die gerne Würstchen. Okay. Ja, ich weiß auch nicht warum. Dein erster WM-Kampf. Genau. Wann war der? Am 5. Juni 2009. 5. Juni 2009. Genau. Direkt den Titel mitgenommen nach Hause? Ja, zwei Titel. Also, es ging um 2 Titel. Ja, die Titel waren beide vakant und wir waren beide Gegnerinnen unter den Top 5 und der Verband hat gesagt, okay, ihr könnt um beide Titel gleich kämpfen. Also war gleich eine Doppel-WM. Ja. Ja. Was war das für ein Gefühl? Uff. Boah, alles, das war alles so heftig. Weil, Weihnachten, überleg mal, Zuckerfest, ja, Opferfest, alles. Überleg mal, ich habe mit 14 das gesagt, ich war 24, 10 Jahre später. Und so, du bist einfach am Ziel deines Lebens. So. Du hast dir deinen Lebenstraum mal kurz erfüllt. Ja. Und denkst dir so, okay, und jetzt? Weißt du, was ich meine? So, andere müssen ihr ganzes Leben darauf warten, bis sie es erreicht haben. Und ich mach's mit 24 und ich war so... Wow. Ja, das war krass, richtig krass. Also ich habe es auch gar nicht gleich gecheckt. Ich habe echt ein paar Tage gebraucht, um das zu verstehen, so wo ich da jetzt gerade angekommen bin. Und ja, geil. Mit 24 Boxweltmeister, zweifacher Boxweltmeister direkt auf einmal. Und du sagtest gerade, ja und jetzt? Wie ging es dann weiter? Ja, es ist wirklich ganz krass im Leben so, wenn du mal dein Ziel erreichst, fängst du gleich an, dir ein neues zu suchen. Also du bist dann noch motivierter. Und klar, was war dein neues Ziel? Mein neues Ziel war einfach, die Beste überhaupt zu sein in der Gewichtsklasse. Alle Titel zusammen zu sammeln, alle Gegnerinnen oder Boxerinnen zu schlagen. Und ja, so ging dann der Weg auch weiter. Ich musste dann 9 Monate später meine Titel verteidigen. Ich stand davor vor 600 oder 800 Leuten in der kleinen Halle. Wir haben das selbst finanziert und organisiert. Und bei der Titelverteidigung 3.500 Leute in meiner Heimatstadt. Ausverkaufte Hütte, Gegnerin aus Amerika. Ja. Schon eine ganz, ganz andere Liga. Und ja, hab dann den Titel verteidigt durch technischen K.O. in der 5. Runde. Live im arabischen Fernsehen, Al Jazeera Sport hat übertragen, wow. 22 Millionen Zuschauer. Oh, also wow. War dann schon eine ganz, ganz andere Liga, als ich mir das immer erträumt habe und war auf dem Höhepunkt meiner Karriere eigentlich dann. Ja, okay. Und im Jahr 2000, wir waren jetzt im Jahr 2009? Nein, 2010 waren wir jetzt. 2010. Genau. Und ein Jahr später, 2011, kam dieses tragische Ereignis. Genau, da kam... Ja, mein Schicksalsschlag, aber er hat schon 2010 angefangen. Was hat angefangen? Ich habe mich mit 25 Jahren 2010 das allererste Mal in meinem Leben verliebt. Also ich war davor wirklich so Scheuklappen auf und nur Sport, 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 Fokus, Fokus, Fokus. Und da habe ich einen jungen Mann kennengelernt damals. Und wirst du bestimmt verstehen, was ich meine. Es ist halt sehr, sehr schwierig, wenn du einen Vater zu Hause hast, der, was dieses Thema angeht, so voll eigen ist und voll stur und das abschottet. Und ich habe 3 Monate... Das Schlimme ist jetzt nicht nur die Position, dass es dein Vater ist, sondern zeig gleich nochmal deinen Trainer, deinen alles, Manager. Alles, mein Manager. So, also, die Person, die dich jetzt so voll gerade in diesem wichtigen Teil des deines Lebens so begleitet hat. Ist richtig. Jetzt auf einmal gegen was. Und ich habe den Mann kennengelernt
Und nach 3 Monaten konnte ich nicht mehr. Also ich habe diese Angst auch nicht mehr aushalten können, das vor meinem Vater zu verheimlichen natürlich. Mhm. Ist auch schwierig, ne? Ja, und ich musste aber erstmal mir sicher gehen, so gehe ich dieses Risiko jetzt ein, da irgendeinen dahergelaufenen ihm vorzustellen, mache ich ja nicht so. Ich musste mir absolut sicher sein und du brauchst ja Zeit dafür. Und das allererste Mal in meinem Leben so, das, was andere mit 15 erleben, habe ich als gestandene Frau, die mitten im Leben steht, durchmachen müssen. Mhm. Und ja, nach 3 Monaten habe ich ihm davon erzählt und er ist absolut eskaliert. Also komplett nein, nur über meine Leiche, hat die Familie nach 3 Monaten verlassen. Ist von zu Hause ausgezogen. Wie hat das deine Mom gesehen? Also meine Mama und meine Schwester, die standen direkt an meiner Seite und haben ihm einfach gezeigt oder versucht zu zeigen, dass das so nicht geht. Mhm. Ich bin eine erwachsene Frau, ich bin 25. Es gibt Entscheidungen im Leben, die treffe ich. Also egal, welche Position er übernimmt. Ob mein Manager ist, mein Vater, so, das ist meine Entscheidung, mit wem ich den Rest meines Lebens verbringen will. Mhm. Oder überhaupt, ist es meine erste Beziehung gewesen. Mhm. Und das wollte er aber nicht akzeptieren, wollte er nicht hören. Und er ist nach 3 Monaten ausgezogen, hat angefangen, uns zu bedrohen, hauptsächlich mich. Und ist absolut eskaliert. Also auch das Team ist natürlich dadurch zerbröckelt, weil die haben das mitgekriegt, was davor gelaufen, vorgefallen ist. Und ja, es ist wirklich nicht so im Streit so, ja, er wird laut und ich wird laut, sondern wenn es halt knallt, dann knallt es enorm. Und, gerade bei Leuten aus dem Mittelmeer. Ja, ist halt leider so. Und da spielen die Emotionen eine ganz, ganz andere Rolle. Und vor allem können die Menschen halt ihre Emotionen vor allem nicht kontrollieren. Mhm. Und daraufhin ist er dann ausgezogen und ja, 8 Monate wurde ich bedroht. Mir wurden die Reifen aufgestochen, mein Auto wurde zerkratzt. Er lief durch die Stadt und hat gesagt, er wird uns über den Haufen schießen, wenn er uns zusammen sieht, nur über seine Leiche. Ja, irgendwann war ich dann auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir haben aber trotzdem noch weiter gearbeitet zusammen. Mhm. Wo ich gesagt habe, das geht nicht, wie stellst du dir das vor? Hör auf mit deinen Drohungen, dann versuchen wir es geschäftlich weiter, bis wir das einfach geklärt haben, privat. Wollte er nicht. Und dann habe ich den Schritt gemacht, dass ich an die Presse gegangen bin und gesagt habe, dass ich erstmal alleine den Weg weitergehe und mich für erstmal eine unbestimmte Zeit von meinem Papa als Manager trenne. Mhm. Ja, das war für ihn so der Todesstoß. Dann ist er komplett eskaliert. Ist in den Libanon geflogen, hat meine Oma gefragt, ob er mich umbringen darf. Also hat um Erlaubnis gefragt bei der Mama meiner Mama, also nicht mal seine Mutter. So komplett, also ganz wirre Sachen hat er gemacht. Ja, und dann habe ich einen WM-Kampf angenommen, komplett selber in Berlin am 1. April 2011. Bin da hingefahren oder hingeflogen. Ja, stand in voller Montur, wir waren voll im Wettkampfmodus, mein Team und ich. Und dann höre ich es knallen draußen. Und denke mir so. Knallen? In was für ein einfach ein Knall. Und mein erster Gedanke war, das hörst du immer, irgendein Sportler hat seinen Kampf verloren, geht rein und knallt die Tür zu, aus Frust. Dann kommt noch einer und noch einer und noch ein Knall. Und das macht kein Sportler. Und wir hatten gar keine Zeit, das zu realisieren oder zu verstehen. Und dann geht die Tür auf und da stand mein Papa dann da. Und auf dem Boden liegen meine 2 Leibwächter, angeschossen, überall Blut. Und da haben wir gleich gecheckt, was für ein Knall das war. Und er hat dann eine Waffe gehabt und hat dann zu allen gesagt, alle raus hier, nur Rola bleibt da. Mhm. Mein Team ist rausgegangen, die Tür ging zu. Ich glaube, keine 2 Sekunden und dann hat es wieder geknallt. Dann kam auch schon der erste Schuss und ich habe so krasse Schmerzen gehabt in meinem Ohr, weil ich habe gedacht, mein Ohr platzt jetzt, weil es so ein kleiner Raum war und ich habe nicht mal gespürt, dass er mich getroffen hat. Irgendwann gucke ich so meine Hand an, ich hatte den Boxhandschuh an, hier ein Loch, da ein Loch, überall Blut und da habe ich es erst realisiert, den Schuss habe ich nicht gespürt. Mhm. Und ja, dann knallt es wieder und er schießt mir in meinen linken Fuß. Und ich habe dann irgendwie versucht, mich irgendwo festzuhalten, auf einem Bein zu stehen. Er reißt mich zu Boden, in dem anderen Knie alle Bänder dadurch gerissen und ich lag dann am Boden und beide Beine unbrauchbar. Mhm. Ja, und dann ging so Tumulte los. Meine Cousins, meine Schwester haben versucht, in die Kabine zu kommen. Er hat sie verschreckt, in die Decke geschossen. Also wirklich Hollywood-Film. Ja. Und ich lag einfach nur da die ganze Zeit und war einfach ruhig und habe dem zugeschaut. Mhm. Ja, und dann schießt er mir noch einmal in mein rechtes Knie und in meinen linken Fuß. Nein, Quatsch, in mein linkes Knie und in meinen rechten Fuß. Und ja, hat 4-mal auf mich geschossen, 4-mal getroffen, immer aus Entfernung, also nie angesetzt oder so. Mhm. Und irgendwann setzt er sich hin, fängt an zu heulen und meint so, guck mal zu, was du mich getrieben hast.
Und ja, da wusste ich, okay, bei ihm sind alle Sicherungen jetzt durch. Mhm. Und ich habe dann versucht, auf ihn einzureden, habe Sachen gesagt wie, komm, wir gehen raus, ich erzähle niemandem, was du gemacht hast. Einfach, um ihn irgendwie zu beruhigen. Ja, irgendwann hat das SEK Kontakt aufgenommen übers Handy und dann hat er gemeint, okay, ich ergebe mich, aber bringt einen Arzt mit, ich habe meiner Tochter wehgetan. Ja, und dann das Letzte, was ich da noch so wirklich weiß, ist, die Tür ging auf, er hat die Pistole rausgeschoben und dann waren nur noch maskierte Menschen über mir, auf mir, Notärzte. Und ja, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und wurde die ganze Nacht notoperiert. Das war dann, glaube ich, dein härtester Kampf, glaube ich, oder? Nee, der hat erst jetzt angefangen. Jetzt erst hat er angefangen? Jetzt. Also so dieses... Das ging so. Alles sehr schnell. Also dann, nach. Die, genau in, nach an dem Morgen, an dem ich aufgewacht bin. Da fing dein eigentlicher ja. härtester Kampf im Leben. Das war der härteste Kampf meines Lebens. Also dieser Weg zurück, erstmal zur Normalität, so, Entschuldigung. Ich will alles gut. Das zu verarbeiten, psychisch, was dir da gerade widerfahren ist, von dem Menschen, dem du dein Leben anvertraut hast. Ich hatte keine andere Bezugsbindung. Nicht mal meine Mutter, nicht mal zu meiner Mutter hatte ich so ein Verhältnis wie zu ihm. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Er war immer da für mich. Er hat alles gemacht. Er war sehr, sehr streng und kontrollsüchtig und hatte auch seine Ausraster und so. In der Kindheit hatten wir das auch erlebt, natürlich. Mhm. Aber er war öfter gut als schlecht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und ja, der tut dir sowas an. Ja, wem willst du denn bitte noch vertrauen? Mhm. Absolut zurück. Dann war ich wieder diese Rola wie als Kind so in sich gekehrt und ich will niemanden an mich ranlassen und so. Also es war dann schon die härteste Zeit überhaupt. Eine sehr harte Zeit. Also nicht nur so dieser körperliche Schaden, der psychische Schaden war viel, viel enormer. Der körperliche Schaden, der ist relativ schnell immer geregelt, sag ich mal. Wenn du gute Ärzte hast, die kriegen das sehr, sehr gut hin, vor allem mit der heutigen Medizin. Aber die Psyche, die braucht Jahre, manchmal Jahrzehnte. Also das geht nicht. Das kann ich so schnell wie dein Körper. Ich das nimmst du mit. Ich muss nach den Kartoffeln schauen. Mach das. Nicht, dass ich überrenne und ich fange sofort an. Ich habe mich so auf dich gefreut. Ja, sehen gut aus, gell? Ja. Okay. Ich stelle hier ein bisschen runter, die sollen noch ein bisschen warm bleiben. Jo. Den Mann, in den du dich damals verliebt hast, ist das auch dein jetziger Mann? Ja. Ja? Ja. Sehr nice. Also auch okay. Papa meiner Kinder, mein bester Freund, Traummann, alles in einem. Ja, ja, ja. Wann warst du dann so wieder mental da? Oder so, du warst ja eingeschüchtert. Wann und wieso hast du dich dann wieder angefangen zu öffnen? Ich muss ehrlich sagen, es gab einen Schlüsselmoment, der das so vorangetrieben hat. Also es war nicht so, ich habe den Moment gefunden und danach war ich wieder die Alte. Da muss das war ja wieder ein Prozess. Da muss immer irgendwann so ein Ereignis passiert ein sein, was wieder so schwitzt. Das war, ich glaube, 3-4 Wochen nach dem Attentat ja. kam die Physiotherapeutin das erste Mal und meinte, wir machen heute deine ersten 2-3 Schritte. Und ich denke mir so, ja, okay, gut, voll demotiviert, keinen Bock gehabt. Kommt die mir mit so einer Gehhilfe, weil ich hatte ja hier Boots, Schienen, hier externe Fixateure, alles. Ich konnte nicht auf Krücken einfach laufen. Und wir haben bestimmt eine halbe Stunde oder 20 Minuten gebraucht, damit ich nur stehe. Ich habe mich an diesem Ding gerade mal festhalten können. Meine Beine haben gewackelt, mein Kreislauf ist zusammengebrochen. Ich hatte nichts, kein Gleichgewicht, keine Balance, keine Kraft mehr. Und bin dann zusammengebrochen und ich habe nicht mal einen Schritt machen können. Und sie meint dann so, ja, alles gut, wir probieren es einfach die Tage und geht. Mhm. Und dann habe ich an dem Abend Rotz und Wasser geheult. Und das war aber so ein Moment, ich habe davor jeden Tag geheult. Aber ich habe immer so geheult wegen dem, was passiert ist in der Vergangenheit. Mhm. Aber da habe ich plötzlich geheult, weil ich meine Zukunft gesehen habe. Weil ich das, was die Ärzte mir jeden Tag gesagt haben, Rola, wir müssen deinen Fuß versteifen, Rola, du brauchst künstliches Kniegelenk, Rola, deine Hand wird verkrüppelt, du wirst nicht mal schreiben können und du wirst nicht mal ein normales Leben führen können. Das wird genau so passieren, wenn ich jetzt nichts ändere. Und das habe ich einfach in dem Moment gesehen, wo ich da stand und so nicht mal stehen konnte. Auf meinen eigenen Beinen, die mich zur Weltmeisterschaft getragen haben früher. Und wie hast du deine Zukunft gesehen? Genau, so und da, die Frage habe ich mir gestellt, so, wie siehst du die Rola in 5 Jahren? Und es war kein Mensch, der gebrochen ist, der nicht laufen kann, der humpelt. Das war ein glücklicher Mensch. Ich habe mich mit Kindern gesehen, ich habe mich mit meinem Mann gesehen. Ich habe mich dann auch erfolgreich gesehen, glücklich vor allem. Ja, und dann bin ich so eingeschlafen und mir ist halt klar geworden, so manchmal passiert was im Leben und es sind halt manchmal so richtig scheiß Umstände, die wir nicht beeinflussen können. Egal was es ist, eine schwere Krankheit, sowas wie mir passiert, ein Tod, was auch immer. Mhm. Aber
du kannst nicht zurückgehen und das verändern. Ja. Aber du kannst einfach aufstehen und das Ende selber schreiben. Genau. Und das liegt in unserer Hand. Du hattest diese Vision. Ich weiß genau, was du fühlst. Subhanallah, ich habe das auch in meinem Leben zweimal gehabt. Ja. Das ist so, du hast was vor Augen. Du fühlst das. Du fühlst es. Du bist das auch irgendwie da voll drinne. Ja. Ja, so wie so eine Art Matrix. Aber du bist noch so in der Gegenwart. Weißt du, wie ich meine? Du, ja, so deine ich weiß, Körper, was du meinst. Dein Körper ist in der Gegenwart und so deine, mit dem Kopf und so bist du voll in der Vision. Weiter. Und du fühlst das auch. Ja, so war es auch wirklich so bei mir, wenn ich jetzt sage, so zwei krasse Ereignisse in meinem Leben. Und ich kann das wirklich sehr, sehr gut und stark nachvollziehen. Und ich wusste vor allem, ich habe das jahrelang, ich habe hier meinen WM-Kampf, den habe ich in meinem Kopf millionenmal durchlebt. Ich wusste, wie sich das anfühlt, also bevor ich Weltmeisterin geworden bin. Ich habe mich da richtig reinversetzt. Und ich wusste, das geht, wenn du es dir vorstellen kannst. Ich habe es mir 10 Jahre vorgestellt und ich habe es am Schluss erreicht. Dann wirst du auch das erreichen können. Und von da an hat sich alles bei mir verändert. Ich bin viel schneller gesünder geworden. Ich bin viel schneller aus dem Krankenhaus rausgekommen. Also jede Entwicklung ging schneller, wie wenn ich einfach nicht oder in dem Modus von vorher geblieben bin. Und danach hast du wieder das Boxen aufgenommen? Ja. Ja. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, ja, die größte Unterstützung war eigentlich mein damaliger Freund. So. Der hat einfach am allermeisten. Heutiger Mann. Mein heutiger Mann. Ja, mein heutiger Mann. Der damalige Freund hat sich so. Der war so, der hat am allermeisten an mich geglaubt. So in Momenten, wo ich natürlich immer wieder Phasen hatte, wo ich so am Zusammenbrechen war, war er dann derjenige, der mich in den Arsch getreten hat und der gesagt hat: Hey, erinnere dich mal, wer du warst. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Das bist immer noch du. Nur muss man dieses Kämpferherz aufwecken. Mhm. Und er hat mich da wirklich gepusht und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich hatte noch Platten und Schienen in der Hand und habe mich vor die Presse gesetzt und gesagt, hey Jungs, Mädels, nächstes Jahr steige ich wieder in den Ring. Und viele haben sich wahrscheinlich gedacht, die hat zu viel Schläge gekriegt oder so, keine Ahnung. Aber ich habe mich so selber verpflichtet damit. Ja, ja, ja. Und war das auch wieder dann so ein Weltmeisterkampf? Ich habe Gott sei Dank den Status von einem Verband bekommen, dass ich Weltmeisterin im Ruhestand bin. Mhm. Das heißt, wenn ich wieder fit bin und möchte, darf ich sofort um die WM kämpfen. Mhm. Und dann habe ich 2013, also 21 Monate nach dem Attentat, habe ich den Leuten gezeigt, so okay, du kannst nicht viel, sondern alles erreichen und stand dann wieder im Boxring. Nice. Irgendwo sehr, sehr traurige Geschichte, aber auf eine andere Art und Weise wieder auch so eine sehr motivierende Geschichte für die Leute nach außen hin. Ja, so ich hoffe, die Leute nehmen sich davon was an. Ja, und du hast auch ein Buch geschrieben. Richtig. Steh auf, Mädchen. Genau. Ja, und ich finde, dieser Slogan, steh auf, Mädchen, ist wie mega geil. Wie die Faust aufs wie Auge. Die Faust aufs Auge, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes, mega stark, mega geil. Und eigentlich müssten wir jetzt die Frikadellen langsam anbraten. Aber ich habe was ich gerne auch noch mal so mitteilen möchte. Ich komme auch aus dem Libanon, oder meine Wurzeln sind auch aus dem Libanon. Ja. Ich sage auch, meine Heimat ist das Ruhrgebiet. Ja, und dein Papa vielleicht, oder dein Papa, ja, dein Papa hatte vielleicht so auch, er hat dich nicht nur als Tochter gesehen, sondern auch vielleicht als auch sein Werk, so, das war sein Eigentum. Ja, und das hat den auch so die Sicherung durchbrennen lassen. Was ich so beobachte, so, meine Eltern kamen auch 86 nach Deutschland und ich kenne auch viele aus meinem vollen Familienkreis, die auch so hingekommen sind. Und natürlich, ich sag mal jetzt ein Beispiel, Paradebeispiel. Wenn die Schüssel hier grün ist und wir sehen die alle als grün und der Papa sagt zu Hause, nein, die ist rot. Und dann 4, 5 andere Geschwister sagen, ja, du hast recht, die ist rot, obwohl die eigentlich alle grün ist. Ja. So natürlich, ich küsse das Herz meiner Eltern und das Paradies, man sagt auch bei uns, das Paradies liegt unter den Füßen der Eltern und so weiter und so fort. Aber wir dürfen nicht vergessen, so unsere Eltern kamen damals hier rüber, die hatten eine ganz andere Kultur. Man erwartet, dass man uns akzeptiert. Wir müssen auch akzeptieren. Verstehst du, wie ich meine? So integrieren auch. Und wenn es so gewisse Regeln und Normen gibt, ja, man haltet sich daran. Aber was ich sagen will, so, man kann sich auch ruhig so mal den. So, wir junge Leute oder wir junge Menschen können auch unsere Eltern aufklären und integrieren. Und wenn die Schüssel grün ist, dann sagen wir, du siehst sie zwar rot, aber die ist grün. Und da müssen wir uns da alle ganz klar positionieren und so schaffen wir auch einen besseren Dialog zueinander. Auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und jemand, der schon mal vielleicht selber aus diesen Kulturkreisen kommt oder Bezug dazu hat, durch Freunde, Bekannte und, der wird jetzt auch verstehen, was wir meinen.
Bei manchen Eltern bin ich mir sicher, trägt das Früchte. In meinem Fall zum Beispiel, es gibt auch solche, da kannst du fertig, die sind so in ihrem Wahn. Und ich habe es trotzdem probiert. Aber ich würde jetzt niemals irgendwie jemanden predigen, das Gleiche zu machen zu mich, weil diese Verantwortung will ich nicht tragen. Aber was ich gelernt habe, ist, du kannst das weitergeben. Genau. Wenn du es nicht schaffst, deine Eltern. Bei vielen wird es vielleicht funktionieren, bei manchen vielleicht weniger, aber dann mach's bei deinen Kindern. Dann leb deinen Kindern das vor, was du dir gewünscht hast, genau. Als du in dem Alter warst. Mhm. Oder dein, wenn du keine Kinder hast, einfach anderen jungen Menschen. Genau. Du machst kein Öl rein? Nee. Also so eine arabische Mama hätte jetzt 4 Liter ja, Öl. Ja, die macht 4 Liter Öl, aber da ist schon genug Fettanteil drin, weißt du, warum? Gott sei Dank, du hast dich wieder hochgeboxt, hochgekämpft ins normale Leben und mashallah, noch stärker, als wie du vielleicht vorher warst. Danke. Und hast du jetzt so im Nachhinein, nachdem alles passiert ist, Kontakt zu deinem Stiefvater oder zu deinem Papa aufgenommen? Wie ist das Verhältnis jetzt? Gar kein Verhältnis? Gab es vielleicht eine Art Entschuldigung von ihm? Verhältnis gibt es keins. Ich habe ihn das letzte Mal bei der Gerichtsverhandlung damals gesehen, 2011. Da wurde er dann auch zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Und auch während seiner Haft hat er nie den Kontakt irgendwie zu mir gesucht. Ich natürlich auch nicht. Und er ist auch entlassen worden vor einigen Jahren und hat auch nie irgendwie eine Kontaktaufnahme gemacht. Also weder per Brief noch mir was ausrichten lassen. Oder wir sind uns auch noch nie persönlich zufällig begegnet. Mhm. Ich habe das sehr, sehr lange mit mir mitgetragen, also unbewusst. Ich wusste nicht, was diese Wut und dieser Groll in mir war. So, ich hatte immer irgendwas, immer so einen Schatten. Und ich habe dann letztes Jahr angefangen, dieses Thema Verzeihen aufzuarbeiten. So dieses, ich habe gemerkt, das ist diese Wut. So, ich habe ihm noch nicht verziehen. Und ich habe immer gedacht, er muss mich darum bitten. Er muss sich entschuldigen, damit ich ihm verzeihe. Mhm. Aber ich habe den Sinn von Verzeihen nicht verstanden. Ich verzeihe wegen mir. Damit ich meine Seele wieder so einen damit Frieden finde. Damit ich abschließen kann, damit ich einen Deckel drauf machen kann und sagen kann, okay, und das war's. Wirklich auch um deine Familie jetzt kümmern, genau. Deine Kinder. Und das habe ich letztes Jahr aufgearbeitet, habe es auch. Wie hast du das aufgearbeitet? Mit meinem Coach Bodo Schäfer. Also ja. Der war wirklich so der Schlüssel dafür. Ich habe früher immer zu allen Journalisten, erste Frage, hast du deinen Vater verziehen? Jahrelang. Und ich immer, nein, sowas kann man nicht verziehen. Ich wollte das halt nie. Mhm. Ich wusste nicht, ob ich es konnte, weil ich habe es ja nicht mal probiert. Mhm. Und er hat mir dann auch die Frage gestellt. Er hat sie aber irgendwie zur richtigen Zeit gestellt, weil ich war so weit, so ich wollte plötzlich. Ja. Und mit ihm habe ich es aufgearbeitet, durch viele Gespräche mit ihm, durch Coachings von ihm und durch viele Bücher auch, die er geschrieben hat. Und er war so mit unter die treibende Kraft, die es mir dann erlaubt hat zu sagen, so nach 10 Jahren, so ja, ich habe es ihm verziehen. Ich wünsche ihm auch nichts Schlechtes mehr. Ich habe ihm jahrelang alles Schlechte dieser Welt gewünscht. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich hoffe, dass er glücklich wird. Und vor allem hoffe ich, dass auch er seine Learnings hat durch das, was passiert ist. Ich bin kein fehlerfreier Mensch. Ich hab auch ihm bestimmt wehgetan. Das heißt bestimmt, ich habe ihm mit Aussagen wehgetan, ich habe ihn verletzt, sonst hätte er so nicht reagiert. Mhm. Was er gemacht hat, rechtfertigt natürlich nichts, aber trotzdem, ich kann immer nur über meine Taten urteilen und von daher, kein Mensch ist fehlerfrei und es ist nicht meine Aufgabe, jemanden zu verurteilen oder bestrafen und von daher... Wenn der liebe Gott vergibt, wer bin ich, dass ich nicht vergeben kann? Weißt du, was ich meine? Du hast eine mega tolle Lebenseinstellung. Wunderschön. Ja, sehr schön. Und es besteht kein Kontakt, überhaupt nicht. Aber ich kann ganz entspannt durch die Gegend laufen. Und, für dich innerlich hast du verziehen und Thema ist genau. Zu. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr. Positiver, motivierender Mensch hier. Dankeschön. Ich schwör's dir, ich bin heute richtig aufgeregt. Ey, ich habe hier die Tage wunderbar, alles picobello. Ich bin heute richtig aufgeregt. Ich weiß nicht warum. Ich mag es, wenn so große, starke Persönlichkeiten hier sind. Okay, ja, dankeschön. Ja. Danke. Du mischst nur einmal den Salat an. Mach ich. Muss da noch was rein? Nee, gell? Nein. Haben alle schon einen Schluck Olivenöl. Ah, stimmt. So, und ich hole die Kartoffeln hier schon mal raus. Boah, wie das duftet hier. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Wirklich, mega starke Persönlichkeit. Danke dir. Bitte, Leute, unbedingt vorbeischauen, auch das Buch durchlesen. Sehr, sehr spannend. Allein die Geschichte motiviert, ich denke mal, genau mindestens so viel wie Rocky 4. Ja, die ist echt sogar. Ja, und die ist real.
Vielen lieben Dank dafür. Und ich würde sagen, jetzt müssen wir lauen rein damit. Genau, lass dir schmecken. Ja, dir auch. Guten Hunger. Schön saftig, ne? Mhm. Fleisch habe ich noch nicht, aber Kartoffeln. Kartoffeln müssen knusprig sein. Mhm. Sollten knusprig sein. Sind sie. Ja? Super. Was kann man von dir noch von der Zukunft erwarten? Also ich habe natürlich immer noch ganz, ganz viele große Ziele. Ich möchte noch mal ein Buch schreiben. Ich bin als Speakerin tätig. Ich möchte Menschen motivieren, Menschen inspirieren. Aus meinem Schlechten, was mir passiert ist, etwas Gutes machen im Leben. Mhm. Und ja, ich habe noch viel vor und man wird auf jeden Fall einiges von mir hören. Ja, aber anderen Menschen helfen ist, glaube ich, so das übergeordnete Ziel. Nice. Du hast auch, Maschallah, viel erreicht im Leben. Ja, und du bist eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Dankeschön. Dass du, sag ich mal, dein Mindset mit uns teilst. Vielen lieben Dank dafür, dass Dankeschön. Du auch heute da warst. Und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Über eure Kommentare würde ich mich freuen. Natürlich alles auf korrekter Basis, sonst kommt hier wirklich ein Uppercut von der Rola. Dann ist direkt Feierabend. Schluss, Licht aus im Kinderzimmer. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und schönen Abend wünsche ich euch. Ciao.